So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge, die drei Fragezeichen, Fluch des Waschenteufels. Wir sind aktuell bei Miss Talbot unterwegs, und zwar ist Peter Shaw, alias Jens, bei ihr da drinne und macht diese schöne Therapie, während wir nebenbei Bob spielen. Deswegen ist unser Fragezeichen im Blau nicht aktiv, aber er trotzdem mit dabei im Spiel. Deshalb werden wir uns hier ein bisschen oben sehen. Imposante Nachbildung. Ah, ein Feuerzeug. Die Initialen gehören nicht zu Mrs. Talbot. Ich werde sie danach fragen, sobald ich Peter von ihr erlöst habe. Eine Pistole. Ich sollte mir mein Handy schnappen und hinterher behaupten, schwach geworden zu sein. Wahrscheinlich. Ohne Schlüssel ist da nichts zu machen. Oder wir kommen auf andere Ideen. So verlockend der Gedanke auch sein mag, mit Voodoo-Zauber spielt man nicht. Hier kommt wohl nur ein Möbelstück als Karteiablage in Frage. Das hier. Das schöne Messer. Wie zitiert Blackie manchmal? Ein Schloss wehrt dir nicht. Ach du meine Güte. Bob? Bist du das? Oh. Ich muss verhindern, dass sie herauskommt. Um den Schaden kümmere ich mich später. Übel. Entschuldigen Sie, Jasmine, ich habe mir beim Füße vertreten den großen Zeh gestoßen. Begrüße den Schmerz, Bob, und er wird verklingen. Ich fahre zur See. Über mir die Sterne. Donnerwetter. Peter legt sich ganz schön ins Zeug. Besser, ich errege jetzt kein Aufsehen. Na super. Tür zu, Bob. Ja, klar. Ja, danke. Okay, jetzt warten wir mal richtig. Erzähl mir mehr, Peter. Wo steckst du? Es ist der Wahnsinn. Ich befinde mich an Bord eines alten Segelschiffes. Es ist Nacht. Ich spüre den Wind. Ich rieche das Meer. Hey, Sie sind auch da. Wie kann das sein? Ich bin nicht wirklich mit dir gereist, Peter. Was du siehst, ist eine Projektion. Wenn du willst, dein guter Geist, dein persönlicher Guide und die Garantie, wieder zurückzufinden. Wie fühlst du dich? Ich bin mir nicht sicher. Der Boden schwankt. Hoffentlich werde ich nicht seekrank. Na, so schlafen wir nicht. Wenn ich mich auf ihrer Couch übergebe. Atmen, Peter. Veränderung macht vielen Angst. Wirf deine Bedenken über Bord. Lass deine Umgebung auf dich wirken. Sprich zu meinem Ebenbild und wir werden einander verstehen. Okay. Tüchtiger Junge und pfiffig dazu. Wollen sehen, ob ich auch nur ein Deut auf das Wort des Captains gebe. Wer hat das gesagt? Nein. Niemals. Long Johnson, also wie gesagt, wir sind jetzt in der virtuellen Welt angekommen und sind auf dem Bord des der schwarzen Geier, quasi gesagt. Ist der mit der Krücke der sagenhafte Long John Silver? Aber den gab es doch nicht wirklich. Jasmine? Verstehe. Sie nimmt mich nur wahr, wenn ich mich ihr zuwende. Aha. Interessant. Ich kann mich nicht rühren. Ich komme einfach nicht vom Fleck. Jetzt wäre eine Gebrauchsanweisung hilfreich. Oh. Kläre drei Fragen. Wo befindest du dich genau? In welcher Zeit? Und welche Aufgabe hast du an Bord? Als ob. Diese Kanonen sehen haargenau aus wie die Nachbildungen auf dem Schiff von Captain Joy. Kein blinder Passagier. Auch wenn das Versteck nicht von schlechten Eltern ist. Der Mann mit der Krücke ist verschwunden. Habe ich ihn mir eingebildet? Kann sein.
Mehr geht nicht. Muss ausgerechnet ich dem Burschen Beine machen, der mir Gentleman verpflichtet ist? Da war die Stimme wieder. Bin ich der Schiffsjunge, der dem Einbeinigen zur Hand gehen muss? Wahrscheinlich. So. Das Heck des Schiffes, inklusive Kapitänskajüte, Steuerrad und Großmast. Mhm. Komisch, dass mich niemand in Frage stellt. Offenbar bin ich offizielles Mitglied der Crew. Sehr interessant, oder? Eine Seekarte. Wir befinden uns auf dem Weg zur kalifornischen Küste. Das Ziel ist die Küstenstadt Monterey. Offenbar Sitz eines Gouverneurs namens Sola. Gehörte Kalifornien nicht mal den Spaniern? Puh. Ein altmodischer Kalender. Demnach schreiben wir das Jahr 1818. Die Einträge sind auf Spanisch. Aber Schulspanisch ist das nicht. So müssen Elfenweise suchen, dann bin davon, haben wir schon 5 gefunden, also das ist. Das würde dem Kapitän sicher nicht gefallen. Wirklich schwierig hier zu spielen, also. Ich kann die Flagge nicht erkennen. Aber ich glaube schon mal, welche es ist. Es ist wahrscheinlich eine argentinische, soweit ich weiß. Zum Glück bleiben mir im Dämmerlicht die schlimmsten Details erspart. Puh, keiner hat's gemerkt. Okay, dann können wir runter und dann machst du mal hochgucken. Und es ist? Wir segeln unter der Flagge von Argentinien. Wenn ich in der Schule richtig aufgepasst habe, ist das die gleiche wie heute. Aber da war noch irgendwas Besonderes. Ich komme nicht drauf. Schwierig. Tja. Kein Job für einen Schiffsjungen. Kein Job für einen... Warum nicht? So, hier waren wir auch schon drin gewesen. Vom Frachtgut einer Seefahrt abgesehen, sieht es nach fetter Beute aus. Das kommt mir spanisch vor. Oh. Artgerechte Haltung ist hier ein Fremdwort. Kein Job für einen Schiffsjungen. Okay. Klar, mich mit einer Schöpfkelle zu bewaffnen, würde die Mannschaft schwer beeindrucken. Tja. Ziemlich dunkel. Das Reich des Smutjes. Ich möchte nicht wissen, was hier alles geschnippelt wird. So. Kein Job für einen kein Job. Das Tatwerkzeug eines Kochs, dem ich alles zutraue. Tja. Wie kein Job für einen Schiffsjungen. Ja, ist schon gut. 4 Hinweise brauchen wir noch. Entweder bemerkt mich keiner, oder sie ignoriert. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich bin doch nicht lebensmüde. Warum nicht? Was könnte daran? Kein Job für ein. Kein Job für einen. Puh. Ah, hier ist ein Schild. Ich befinde mich auf einem Schiff namens Santa Rosa. Es erinnert mich verblüffend an die schwarze Geier. Klar. Von den weißen Segeln abgesehen. So, 3 Hinweise noch. Kein Job für einen Schiffsjungen. Da hinaufklettern? Nö. Da hinaufklettern? Nö. Schwierige Entscheidung, aber das ist schon echt extrem schwierig, wenn man das sagen darf, weil man merkt schon irgendwie, es sind schon einiges dabei. Also wie gesagt, weil es gibt da auch schon einiges auf jeden Fall,
die man echt wirklich sagen kann, und dann auch dort immer noch drei Hinweise fehlen. Die Frage wird, wo? Kein Job für einen Schiffsjungen. Das haben wir schon gesehen. Tja. Erscheinung. Nee, hier ist nix. Erkundung. Okay, Ort, Zeit und Werdegang. Keine besonderen Vorkommnisse. Auf dem Grund liegen zwei faule Äpfel. Nicht ein vernünftiger Apfel, um meine Kehle anzufeuchten. Die Tonne füllt sich nicht allein und ich habe beileibe zu tun, dass jeder seinen Pudding kriegt. Long John Silver, der Koch aus der Schatzinsel. Offenbar gehört das Füllen der Apfeltonne in seinen Aufgabenbereich. Aha. Falls ich auf den Koch treffe, sollte ich als unterstellter Schiffsjunge die Apfeltonne aufgefüllt haben. Ach was. 40 Stück. Ein bisschen hart, oder? So, wir machen mal kurz, pausieren wir mal ganz kurz, dann sind wir auch gleich wieder zurück. So, der Schiffsjunge ist zurück. Ja, wir müssen noch nebenbei zwei Sinne suchen. Und ja. Da hinaufklettern? Nö. Und bei den Äpfel suchen. So, wie genau brauchen wir davon 40 Stück? Ziemlich dunkel. Ich glaube, hier sind einige zu finden. Ja, schon über die Hälfte. Ich glaube, hier sind keine mehr, glaube ich. Ich bin doch nicht lebensmüde. Warum nicht? Ich bin doch nicht lebensmüde. So, ist keiner mehr. Ziemlich dunkel. So, ist glaube ich nichts mehr, oder? Zu riskant. Nachher denkt noch einer, ich würde mich an seiner Beute... Klar, mich mit einer Schöpfkelle... Zu riskant. Nachher denkt noch einer... Zu riskant. Nachher denkt noch einer, ich würde mich an seiner Beute... kein Job für einen Schiffsjungen. Ja, Händen gelangert super. Die Frage... Auf dem Grund liegen zwei faule Äpfel. Elf Äpfel noch. Mitnehmen? Wozu? Vielleicht ein interessantes... Mitnehmen? Mitnehmen? Nee. Bin auch nicht. Ich kann hier nichts hinhängen, ne? Das ist ja so blöd, ich kann hier nichts hinstellen. Nee, kann ich auch nicht hier leuchten. Nee. Kläre drei Fragen. Wo befindest du dich genau? In welcher Zeit? Und welche Aufgabe hast du an Bord? Tja, die wiederholen den gleichen Satz.
Kein Job für einen Schiffsjungen. So, da sind drei weitere Äpfel. Also fehlen uns noch 6 Stück. Da hinaufklettern? Nö. So haben wir auch schon abgesucht. So, hier sind... Ja, genau. 3 Stück fehlen noch mal. Wo sind die letzten 3? Ich habe vorhin noch hingeguckt. Wieso habe ich die nicht gesehen da? Sehr komisch. Oh, hier sind garantiert keine mehr. Oder fährt hier einer irgendwo? Kein Job für. 3 Äpfel. Okay. Wo können sich noch Äpfel versteckt haben? Das ist die Frage. Ziemlich dunkel. Ich habe eigentlich alles hier abgesucht. Die Luft ist rein. Kein Job für einen Schiffsjung. Kein. Egal. Ich bin doch nicht leb. Warte mal, was ist da noch am Boden? Nee. Keine besonderen Vorkommnisse. Zum Glück. Nee. Wo könnte noch was sein? Denn ist nichts mehr. Mitnehmen? Wozu? 3 Äpfel und 2 Sinne. Boah, das ist echt schwierig. Ich kann die Flagge nicht erkennen. Moment. Mr. Rochester hat in Geschichte gesagt, dass die Sonne für einen Gott der Inka steht. Und dass dessen Gesicht früher nur im Krieg auf der Flagge erstrahlte. Oh mein Gott. Ich befinde mich auf einem argentinischen Kriegsschiff. Okay, ich dachte, wir sind irgendwo noch raus. Hier ist nochmal ein Apfel. So, wo könnte noch ein Apfel sein? Da hinaufklettern. Da hinaufklettern. Ich kann es von hier nicht erkennen, ne? Hä? Wo könnten die sich befinden? Lassen wir mal den ganzen. Andere sind noch. Ziemlich dunkel. Schwierige Angelegenheit. Kein Job für einen Schiffsjungen. Die Luft ist rein. Die Luft ist rein. Tja. Hier findet man keinen Apfel, sonst. Hier ist quasi auch kein Apfel mehr, was ich hier bedenke. Hier ist noch alles nur flaschenmäßiger sonst.
kein Job für einen Schiffsjungen. Ich befinde... Okay, ich habe auch schon gesagt. Ich kann die... Bin ich blöd? Keine besonderen Vorkommnisse. Kein Job für einen Schiff. Nee. Ich bin irgendwie so bescheuert gerade, ne? Weil wir mal gucken, ob ich den anderen Band noch finde. Mal gucken. Okay, dann lassen beiden Äpfel. So, gibt's noch Info? Santa Rosa klingt viel zu friedlich für ein Schiff wie dieses. Nee. Da bin noch etwas schleierhaft, was das anbelangt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was kann das wohl sein? Da prüfe ich gleich mal nach. Momentchen. Okay, ich habe ewig nach der Lösung gesucht, und zwar gibt es diesen einen Ding hier drin, in diesem Fass hier, ne? Und da ist auch das jetzt vorhanden. Naja, das reicht bestenfalls für den hohlen Piratenzahn. Klar. Oh nein, da kommt Silva. Schnell, ein Versteck. Zum Glück ist noch Platz. Die Tage von Kapitän Pedro Conde sind gezählt. Oh nee. Als angeheuerter Pirat gebührt ihm die Ehre, sich seinesgleichen zu ergeben. Lieutenant William Evans, unser erster Offizier, wird bei der Unternehmung die Feder führen. Mist, ich kann nicht verstehen, was die anderen sagen. Bitte, bitte, geht weiter. Möge der rote Pirat dieses Schiff übernehmen, mit uns als Gefährten. Bis dahin ruhig Blut, auch wenn wir dem Sohn des Captain Pedro Junior begegnen, der so lang ist wie Feig. Und nun ab mit euch in die Kojen! Um ein Haar und drei Borsten. Wenn ich dieser Pedro Junior bin, ist der Kapitän mein Vater. Und hatte nicht Matthew Joy damals auf seiner Tour erzählt, Pedro Conde wurde von William Evans gemeuchelt? Stimmt. Dem roten Piraten? Wo bin ich da bloß reingeraten? Oh nee, Namen Peter. Ich werde Jasmine alle Hinweise berichten. Hauptsache, ich wache noch nicht auf und störe Bob. Mensch, den hätte ich fast vergessen. Ups. Zeit, gleich die... Gleich wieder zur wechselnden Destination. Mein Name ist Pedro Conde Junior. Ich befinde mich im Jahre 1818 auf dem argentinischen Kriegsschiff Santa Rosa. Und ich bin der Sohn des Kapitäns. Mein Vater hat Kurs gesetzt auf die Küstenstadt Monterey im spanisch besetzten Kalifornien. Ich verdinge mich als Schiffsjunge. Hallo Pedro, schön deine Bekanntschaft zu machen. Bist du gern ein Teil der Crew? Oh nee. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Long John Silver plant eine Meuterei. Das Schiff erinnert mich an die schwarze Geier des roten Piraten. Viele scheint mir nicht richtig, nicht historisch. Das ist Peter, der sich einbringt mit seinen Erinnerungen und Erlebnissen. Manche verklären dein früheres Leben auf See. Was genau bedrückt dich, Pedro? Der rote Pirat. Wir werden alle den Tod finden. Was soll ich tun? Bin ich... Ist
Pedro, so gestorben? Da ist sie wieder, deine Neugier. Das ist gut. Komm zur Ruhe. Peter möchte Pedro beistehen und seine Angst besiegen. Mhm. Jetzt swappen wir wieder Richtung. Der rote Pirat. Wir werden alle den Tod finden. Was soll ich tun? Bin ich... Ist Pedro so gestorben? Da ist sie wieder, deine Neugier. Das ist gut. Komm zur Ruhe. Peter möchte Pedro beistehen und seine Angst besiegen. Peter macht das richtig gut. Er beschäftigt Mrs. Talbot weiter und ich gehe wieder ans Werk. So, und das machen wir im nächsten Part, meine Freunde. Ich bin mal gespannt, was Bob diesmal macht. Also wir bleiben natürlich dran und sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal und ciao.